Wunder auf einem Bahnsteig in Indien. Eigentlich will dieser Mann eine Schlange an einem Bahnhof fangen. Vorsichtig steigt er auf seine Leiter und packt das Tier am Schwanz. Es gelingt ihm behutsam mit der Schlange wieder hinabzusteigen, ohne dabei angegriffen zu werden. Doch dann das. Der Mann zieht der Schlange etwas aus dem Maul. Zum Erstaunen handelt es sich dabei um ein verschlungenes Eichhörnchenbaby, das noch am Leben ist. Deutlich ist zu erkennen, wie es atmet. Das Jungtier wird anschließend gesäubert und in der Nähe seiner Mutter abgelegt. Ob die Schlange im Anschluss wieder freigelassen wurde und doch noch was zu fressen gefunden hat, ist nicht bekannt. Schließlich wurde sie von dem Schlangenfänger um ihr Abendbrot betrogen.